Sprengung missglückt. Das erste Teilstück des alten Fernmeldeturms in Münster sollte heute gesprengt werden. Doch nur ein Bruchteil der knapp 300 Tonnen Stahl und Beton löste sich tatsächlich. Damit bleibt der Turm, der in drei Etappen zu Fall gebracht werden soll, problematisch. Nachdem Anwohnerproteste eine Vollsprengung verhinderten, hatte gestern noch das Verwaltungsgericht grünes Licht für die Teilsprengung gegeben. Heute haben Anwohner aufgrund der neuen Sachlage und erneuter Sicherheitsbedenken das Oberverwaltungsgericht eingeschaltet. Zurzeit wird dennoch eine Notsprengung erwogen. Spannungen über den Dächern von Münster. Wird er heute endlich in die Knie gehen, einer der letzten aufrechten Münsteraner? Gestern noch hatte er dem Druck seiner Feinde standgehalten. Komplett am Boden zerstört. Und das, obwohl heute eigentlich erst einmal die Hälfte hätte gesprengt werden sollen, um die Nachbarhäuser nicht zu sehr zu erschüttern. Doch nun ist er dahin, zusammengebrochen unter den wachsamen Augen der versammelten Experten vor Ort. Die Drahtzieher können einpacken. Nach 3 Wochen Aufräumarbeit soll hier endlich nichts mehr zu sehen sein vom einstmals so stolzen Betonkoloss von Münster. Übrigens, die Stadt Münster rät, im 500 Meter Umkreis der Ruine keine Kinder spielen lassen und auch kein Gemüse essen, wegen des gesundheitsgefährdenden Betonstaubs.